Herzlich willkommen. Ja, falls Sie diesen Musiker noch nicht kennen sollten, dann ist es allerhöchste Zeit. Nick Bertsch ist ein international erfolgreicher Pianist, Komponist, Musikproduzent und Bandleader. Sein ganz eigener Musikstil hat eine Verbindung zum Zen-Buddhismus ebenso wie zur japanischen Kampfkunst Aikido. Die Reduktion auf das Wesentliche ist ihm fast schon heilig, ebenso wie die Pflege von Ritualen. Warum, das will ich heute herausfinden. Herzlich willkommen, Nick Bertsch. Danke, großes Vergnügen, mit Ihnen zu reden. Schön. Ja, wir haben soeben gesehen, wie Sie am Anfang eines längeren Stücks am Flügel sitzen und auf einer einzigen Taste herumhämmern. Warum wählen Sie diese radikale Form der Reduktion? Das ist eigentlich so ein Beginn, ist weniger ein Herumhämmern als mit einem sehr speziellen Pattern in den Flow kommen, in den Groove. Und das Stück wird sich dann über den ganzen Flügel entfalten. Und dieses Perkussive hat mir immer schon sehr gefallen am Klavier, das ja ein sehr vielseitiges Instrument ist. Im wahrsten Sinne des Wortes vielseitig, genau. Und Sie, perkussiv heißt sehr rhythmisch, gehen Sie damit herum. Und Sie haben ein Stichwort erwähnt, diesen Flow. Ist das quasi ein meditativer Zustand, in den Sie sich da reinversetzen, mit dieser Wiederholung auf, mit diesen, es geht ja 2-3 Minuten so weiter? Genau, also Flow, Groove und Meditation haben für mich viel miteinander zu tun. Man denkt ja beim Meditieren oft eher so ans Entspannen und Wellness. Richtig, und so. Das ja. ist bei uns eigentlich nicht so, sondern es geht um Fokus, Konzentration, aber auch Spaß und Freude. Und diese Balance, dass man eben gleichzeitig locker ist, aber gleichzeitig sehr konzentriert und nach vorne schaut und den Flow und die Geschmeidigkeit aufrechterhalten kann und sie auch immer noch stärker verfeinern kann. Mhm. Aber Sie praktizieren ja neben der Musik auch Zen-Meditation. Was würden Sie sagen, sind so die Parallelen oder die Gemeinsamkeiten? Dieses einen Zustand, wo man da sitzt und meditiert und beim anderen, wo man sehr aktiv ist, auch mit dem Körper. Genau, das ist sehr spannend, dass das Meditieren sehr oft mit dem Stillsitzen verbunden wird. Aber viele Tätigkeiten, die mit einer meditativen Haltung ausgeführt werden, sind ja auch in Bewegung. Und kürzlich habe ich aus dem fantastischen Buch Zen Mind, Beginner's Mind eine Passage wieder gelesen, in der der Autor sagt, dass Meditieren so ist, wie wenn man auf einer Schiene vorausschaut und in die Zukunft schaut und diese Präsenz und diesen Flow hat. Gleichzeitig sollte man nicht auf den Boden schauen und dann sieht man die Schienen vorbeiziehen und es wird einem schwindlig. Also diese Art von totaler Präsenz im Moment sein, aber gleichzeitig auch die Richtung haben. Das hat sehr viel mit Performen, mit Musikmachen zu tun, mit dem Kontakt, den man hat auf der Bühne, mit den Mitspielern, Mitspielerinnen, aber auch mit dem Publikum und natürlich mit sich selbst. Also eine sehr komplexe Angelegenheit. Mhm. Und das eine ist diese Reduktion, diese Fokussierung, das andere aber die Repetition, die Wiederholung, die Sie auch zelebrieren in der Musik. Wenn es Veränderungen gibt, dann sind das immer ganz feine, leichte, minimale Veränderungen. Das Neue sozusagen nicht zu viel auf einmal. Warum wählen Sie das, diese Repetition und diese leichte Variation nur? Es gibt ja verschiedene Formen von Repetition, also auch jetzt zum Beispiel digitale, wo ein Groove oder ein Beat, ein Schlagzeug geloopt wird. Wir spielen die Repetition, also wir versuchen eigentlich in den Groove, in den Flow zu kommen. Und Groove ist etwas, wo man in einem Zustand ist, bei dem man lieber weitermacht, als dass man aufhört. Das ist Groove, okay. Genau, und das ist so eine Groove, heißt eigentlich Rille, man ist dann im Flow, wie wir das hatten vorher mit dem Bild, mit der Schiene. Man kann eigentlich nicht mehr rausfallen, außer man wird überheblich oder unkonzentriert und dann geht es natürlich schnell. Und beim repetitiven Arbeiten in der Musik ist das sehr spannend. In vielen Musikstilen ist das normal, also bei vielen Groove-Musikstilen, Funk, Musik, auch rituellen Musiken, ist das repetitive Element, sozusagen das Massieren des Rhythmus, sehr wichtig, auch damit der Körper genug Zeit hat, reinzukommen und eben in den anderen Zustand zu kommen. Ja, und Sie sagen auch, nicht nur diesen Zustand, sondern es schärft auch unseren Geist, unsere Wahrnehmung für Feinheiten. Und dafür brauchen wir die Wiederholung. Ja, genau. Das Ziel ist natürlich, dass die Feinheiten entstehen und die
Wahrnehmung sich verändert und vergrößert für die Feinheiten. Das braucht eine große Aufmerksamkeit, aber gleichzeitig kann die nicht so intellektuell sein, sondern die hat mehr mit dem Kontakt zu tun, wie man miteinander spielt und wie man an der Musik dran ist. Es gibt ja so eine Art drei Ebenen, also die mentale, die Bewegungsebene und dann die musikalische Ebene. Und wenn es richtig im Flow ist und groovt, sind die eigentlich zusammen. Man ist im Moment und in Kontakt mit der Musik. Oder man könnte vielleicht auch sagen, die Musik übernimmt einem selber und führt einem dann an der Hand. Darüber werden wir gleich noch sprechen, auch über diese Intelligenz, das Wissen des Körpers, das irgendwie schneller ist als das Wissen des Geistes. Jetzt interessiert mich erst noch mal diese Reduktion, dieser Verzicht, dieses Weglassen. Das machen Sie ja nicht nur in der Musik, sondern auch im Leben. Man sieht das auch an Ihrem Äußeren. Sie sind ganz schwarz angezogen, auch die Hose, eine sehr spezielle Hose einer Schweizer Designerin, Christa de Carouge. Und auch zu Hause tragen Sie im Privaten solche Kleidung. Also es ist kein irgendwie nicht nur für den Auftritt, also es scheint irgendwie ein Konzept zu sein. Ja, Christa de Carouge war so eine Art Mentorin. Ich habe sie sehr geschätzt und mache das auch immer noch. Und sie hat eigentlich mich geschätzt, natürlich wegen der Musik und der künstlerischen Haltung, aber auch, weil ich die Kleider einfach überall trage. Ich fahre damit Fahrrad und ihr war es wichtig, dass die Kleider nicht einfach nur speziell und haute couture sind, sondern dass die robust und widerstandsfähig sind, dass man mit denen leben kann. Sie hat ja ihre Kleider auch sehr oft selber lange getragen, bevor sie sie dann angeboten hat, weil die Kleider mussten auch praktisch sein. Diese Haltung, Design, Praxis, das wahre Leben, das mag ich sehr. Aber Fahrradfahren mit dieser Hose, kommt das nicht in die Kette rein? Die sind ja sehr weit unten. Funktioniert, man muss wissen, wie, mit welchem System. Okay. Ich mag die Kleider auch, weil sie in verschiedenen Zusammenhängen funktionieren. Wenn man auf Tournee ist, muss man auf die Bühne Dinge umbauen. Gleichzeitig hat man vielleicht nachher einen kleinen Empfang, man reist viel und das war ganz in diesem Spirit von Christa de Carouge, dass man eine Art Nomade oder Nomadin ist und Wert legt, sorgfältig reist, aber auch mit robusten Kleidern eben. Und das fand ich immer sehr spannend. Gleichzeitig habe ich mir mit ihr eine Idee geteilt, die Sie jetzt angesprochen haben, nämlich die Reduktion. Mhm. Und viele kreative Menschen haben eigentlich eher die Herausforderung, dass sie zu viele Ideen haben. Mir geht es genau gleich. Ich habe zu viele Interessen, zu viele Ideen, sehr viele Kontakte. Es gibt so wahnsinnig viele spannende Sachen. Gleichzeitig reicht ein Leben nicht. Ich habe mich schon des Öfteren überfordert mit dieser Ambition, vieles gleichzeitig machen zu wollen. Und für mich war dann irgendwann wichtig, was interessiert mich wichtig, für was möchte ich mir Zeit nehmen, mit wem möchte ich das teilen und wie tief möchte ich dann diese Ideen verfolgen. Und daher versuche ich lieber, weniger besser zu machen. Also dahinter steht auch ein Reflexionsprozess, nämlich bewusst zu überlegen, was ist mir wichtig, was ist das Wesentliche und was kann ich weglassen? Oder sogar ein Selbstschutz vor diesem Überfluss, den es gibt. Ja, es ist eine Taktik, die Übersicht nicht zu verlieren, auch Sorgfalt zu pflegen. Sorgfalt muss man ja üben, Hingabe, Geschmeidigkeit, dass dieser Handwerksspirit, den wir auch in der Band teilen mit den anderen Musikern und Musikerinnen, das braucht Zeit, Geduld, Hingabe und es braucht auch Zeit für die soziale Auseinandersetzung mit den Menschen, mit denen man das zusammen macht. Und daher versuche ich, das so einfach wie möglich zu halten. Handwerksspirit, haben Sie gesagt. Was heißt das? Das heißt, ich kann es vielleicht an einem Beispiel illustrieren, langjähriger Partner Kaspar Rass, der Schlagzeuger, den kenne ich seit wir Kinder sind, wir sind zusammen aufgewachsen, der ist auch noch Geigenbauer. Da leuchtet sofort der Handwerksspirit auf, diese Sorgfalt, mit der man das Holz bearbeitet. Das Material, das Produkt muss sehr sorgfältig gehandhabt und entwickelt werden, repariert werden. Es braucht eine jahrelange Erfahrung, eine jahrelange oder jahrzehntelange Ausbildung. Das ist der Handwerksspirit. Und je länger man das macht, desto mehr dringt man in die Materie ein, hat ein Feeling für die Dinge, mit denen man arbeitet, für das Holz. In der Musik ist es ganz genau gleich. In meinem Fall mit meiner Musik, mit dem Klavier. Ich möchte diesen Handwerksspirit kultivieren und mit Sorgfalt, aber natürlich auch mit einer Art Experimentierlust
unsere Musik weiterentwickeln. Sie haben es gesagt, Sie machen sehr viel, sind sehr umtriebig, Sie sind Unternehmer, Sie sind Bandleader, Sie haben ein eigenes Musiklabel, einen eigenen Club, Exil heißt der, wo Sie auch mit Ihrer Band Ronin regelmäßig auftreten. Stellt sich natürlich schon die Frage, als Unternehmer, ist dieses markante Äußere vielleicht auch zu einem gewissen Teil Selbstvermarktung? Also ich versuche einfach so mich anzuziehen und zu geben und mich zu entwickeln und auch mich selber zu erforschen, wie mir das am meisten Spaß macht. Und man kann ja nicht vor der Entscheidung fliehen, was man am Morgen anzieht oder sogar auch, was man am Abend anzieht, wenn man ins Bett geht. Es braucht eine Entscheidung und keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Und da entscheide ich mich lieber, wie ich mich für ein gutes Klavier entscheide, entscheide ich mich für eine gute, robuste Hose. Gut heißt eben praktisch, widerstandsfähig, kompatibel. Und ich habe auch sehr viele ähnliche Kleidungsstücke, wie das damals Erik Satie zum Beispiel hatte, damit ich nicht immer überlegen muss, was ich anziehen soll. Also es ist auch eine Befreiung, dieser Verzicht. Genau. Jetzt schreiben Sie was ganz Wichtiges, ein Prinzip, das in Ihrem Buch Sie auch auflisten, Listening, das haben Sie vor kurzem veröffentlicht, im Lockdown geschrieben, wo Sie so Ihre Ästhetik nochmal zusammenfassen und die unterschiedlichen Einflüsse. Schreiben Sie, ein Ziel Ihres Schaffens ist es, mit minimalen Mitteln eine maximale Wirkung zu erzielen. Fast schon, Sie vergleichen das mit einer Form von Askese, die dann zu einer Ekstase führen kann. Das müssen Sie erläutern. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Komplexität und Kompliziertheit, wenn man so will. Und mich interessiert eigentlich Komplexität. Also die Einfachheit hat immer das Ziel, einladend zu sein. Wir versuchen, eine Musik zu machen, die sehr direkt, sehr sinnlich ist an der Oberfläche. Aber darunter spielen sich dann komplexere Prozesse ab. Und wenn man Lust hat, je nachdem, was der Hintergrund ist, eines Hörers, einer Hörerin, wenn man Lust hat, also da einzutauchen, kann man sehr viele Dinge darin erforschen. Man nennt so Stücke oder Verfahren auch Grower. Also je länger man sich damit beschäftigt, desto größer werden die von selber. Und diese Reduktion hat mich immer interessiert, mit möglichst wenig Material so einen möglichst großen Grower zu kreieren. Und in der Musik ist das ideal und die Kunst ist ja eigentlich auch, das ist auch unser Beruf, das ist mein wissenschaftlicher Anspruch sozusagen, aus dem Wenigen möglichst viel herauszulesen, ähnlich wie das ein Wissenschaftler macht. Ein kleines musikalisches Motiv, zu schauen, wie dreht sich das, was hat das für einen Drift, was kann das von selber. Also nicht der große Künstler, ich sage dem Motiv, was es jetzt zu tun hat, sondern ich erforsche es und schaue, was es mir schenkt, was es von selber will und wie ich es in einen Kontext bringen kann, bei dem es all sein Potenzial entfaltet. Und je weniger man da nimmt, desto größer ist natürlich die Herausforderung. Insofern ist dieser Reduktionismus eigentlich eine Liebe zum Vielen und zum Potenzial und zu dem, was sich alles entwickeln kann. Also eine Liebe zur Kreativität des Materials, aber auch von einem selbst und den Gruppen, mit denen ich arbeite. Sehr interessant. Also man kennt das ja aus der Achtsamkeitsbewegung, Mindfulness auch, dass man einen Gegenstand nimmt, eine Rosine, und die so lange anschaut, bis man irgendwie die Einzigartigkeit entdeckt und die Vielfalt auch, die in so einem kleinen, unscheinbaren Ding drin ist. Da spürt man wieder Ihre meditative oder die Zen-Haltung also auch dahinter. Bei uns gibt es da möchte ich was ergänzen, was uns ganz wichtig ist. Uns, sage ich immer, auch als Band und als Gruppe, als Community, die zusammen an dieser Musik arbeitet. Wir wollen auch immer Dramaturgie reinbringen. Also die Achtsamkeit ist das eine, die Sorgfalt, die Achtsamkeit. Das andere ist der Flow, wo etwas hingeht, also die Dramaturgie. Die Mischung von Spaß, Überraschung, Warten, Geduld und dann einem Sog, bei dem man am Schluss dann merkt, ich bin wo ganz anders angekommen, als ich eigentlich begonnen habe. Und da sind wir wieder bei dieser Idee Ekstase durch Askese. Das ist also nicht so spartanisch gemeint. Das bedeutet, durch eine kluge, interessante, reduktive Strategie einen ungeheuer sinnlichen Drift und Sog und so eine Art Spirale zu entfalten. Das hören wir uns jetzt mal an. Wir haben eine Stelle vorbereitet aus einem Konzert von Ronin, ihrer Band,
wo ziemlich viel Energie drin steckt. Wir hören uns das mal an. Ja, man spürt schon diese Zweiteilung auch, einerseits diese Dynamik, diesen Groove, diesen Rhythmus, das Tempo, aber auch die Ruhe, die man auch spürt. Und mit dieser Band Ronin treten sie international auf, in Berlin, London, New York, aber auch, was bemerkenswert ist, jeden Montag in Zürich im Club Exil, früher war das im Bacillus. Und diese Woche haben sie das 888. Konzert gegeben, habe ich gelesen. Also es ist auch ein Ritual. Das Konzert selbst als Ritual. Und sie selber bezeichnet die Musik auch als Ritual Groove Music, also als rituelle Groove Musik. Warum sind Ihnen Rituale so wichtig? Ich komme gleich darauf zurück. Ich möchte noch etwas auch noch mal rauspicken, was Sie gerade erwähnt haben. Das gefällt mir sehr, dass Sie die Ruhe spüren. Also sozusagen in the eye of the hurricane. Es muss voll abgehen, aber gleichzeitig muss diese Ruhe und Klarheit da sein. Das unterscheidet uns von vielen anderen Bands, die sehr virtuose Musiker und Musikerinnen vereinen, die dann auch alle diese Virtuosität eigentlich gegen außen zeigen möchten, was verständlich ist, weil man kann viel spielen. Und wir versuchen, diese Mischung zu zeigen und zu teilen, dass ein ungeheurer Sog, eine ungeheure Sinnlichkeit und ein Groove entstehen kann. Trotzdem hat man diese Ruhe drin. Es wird nicht nervös. Das gefällt mir sehr, dass Sie das gespürt haben. Woran liegt das? Das hat mit der Spielhaltung zu tun. Das ist eine Form, dass man eben wieder diesen Handwerksspirit haben muss. Die Musiker, Musikerinnen, auch ich selbst, müssen viel trainieren. Es braucht ein hohes Niveau, um diese Musik spielen zu können. Sehr viel Erfahrung und gleichzeitig wollen wir das nicht zeigen, sondern wir möchten sie in den Dienst des Stücks stellen und in den Dienst der Gruppe und letztlich in den Dienst des Anlasses, des Konzertes. Und jedes Konzert ist ein Ritual, da sind wir wieder bei einer anderen Frage. Also wenn Menschen zusammenkommen, ein Konzert genießen, zusammen veranstalten, sind alle beteiligt, alle haben eine Verantwortung dafür, alle halten die Regeln dieses Rituals ein und müssen sie auch, damit etwas ganz Normales, Natürliches, Schönes wird und dass man am Schluss sagt, fantastisch, dass ich heute Abend hier war und nirgends anders. Mhm. Darum sind Rituale für mich persönlich sehr wichtige Strategien, Verfahren. Also ein Ritual kann das Wort kann sehr vieles bedeuten. Was es für mich bedeutet, ist eben diese Mischung zu pflegen, einerseits sorgfältig eine kleine Zeremonie aufzubauen, jeden Montag zur gleichen Zeit in den Club zu gehen, die Leute zu empfangen, das immer gleich zu machen, das zu ritualisieren, dass das gesetzt ist, dass alle wissen, was läuft, dass wir ein Regelsystem haben, in dem wir uns dann bewegen können. Und innerhalb dieses Rituals ist dann das große Experiment möglich. Das kennen wir auch von traditionellen Ritualen in allen Kulturen, dass es ein Setting braucht, innerhalb dessen man dann experimentieren kann und auch in einer Form von Ekstase geraten kann, bei der man vielleicht über sich hinaustritt, was das Wort ja heißt, und ganz andere Dinge plötzlich möglich werden. Das mag ich sehr am Ritual und finde das darum auch spannend, im Alltag zu kultivieren. Ja, das ist das Stichwort Alltag. Also Sie machen ja nicht nur die Musik ritualisiert, sondern auch mit Ihrer Familie, mit Ihren drei Töchtern zum Beispiel, haben Sie gewisse Adventsrituale oder also ein Jahresendritual aus dem Japanischen, wo Sie, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, Dinge auch entsorgen am Jahresende. Vielleicht mögen Sie kurz erzählen, was das ist. Ja, das war lustig, weil ich war mit meiner Frau in Japan 2003, 2004 und die Übergangszeit hat uns da sehr inspiriert. Wir kennen natürlich unsere Zeremonien, wir sind da, wie viele Menschen, haben ein bisschen gespaltenes Verhältnis. Andererseits finden wir das was Schönes und wenn man Kinder hat, ist es auch wichtig, das zu respektieren, dass die das mögen.
Und in Japan haben wir ein bisschen eine andere Form gelernt. Und zwar ist das eine Zeit eher der Ruhe und des Übergangs. Das passiert nicht so auf einen Schlag, also von den Weihnachten bis übers Neujahr dann, sondern das ist so ein langsames Verfahren. Und gleichzeitig entsorgen die Leute am Ende des Jahres viele Dinge, die sie nicht mehr brauchen oder die sich angehäuft haben, oder schenken sie weiter. Und das hat sich als sehr nützlich erwiesen. Auch als spannend, mal zusammenzusuchen, was weg muss und das dann wohin zu bringen. Zum Beispiel, ein lustiges Beispiel ist, es sammeln sich ja in so einer Familie übers Jahr etliche Socken an, wo nur noch ein Teil des Sockenpaars da ist. Ja. Und wir haben da einen Adventskalender kreiert, bei dem die Geschenke, die wir selber machen, in so Socken drin sind, die einzeln übrig geblieben sind von diesem Jahr. Sehr schön. Also es zeigt, Rituale sind für Sie auch etwas, dass man, mit dem man kreativ umgehen kann, die man verändern genau. kann. Also, weil viele Leute würden ja sagen, am Ritual ist gerade entscheidend, dass man es nicht verändert, dass es eine lange Tradition hat und dass man sich einreiht und dass man es eben einfach so macht, auch wenn es keine guten Gründe gibt, sondern alle machen es einfach so. Und das ist darin besteht gerade der Zauber eines Rituals. Ja, genau. Das ist auch die Spannung, die ich auch interessant finde. Also das möchte ich ein bisschen ausholen, diese westliche Idee des Künstlers als Avantgardist, also der ständigen Erneuerung, mhm. auch des Brechens mit den Vätern und Müttern in der eigenen Zunft. Das habe ich immer nicht so ganz verstanden. Ich fand es immer spannend, weiterzuentwickeln, also eher Evolution als Revolution. Und das findet man dann wieder in der asiatischen Tradition der Künste sehr stark, dass man sehr lange übt und mit anderen zusammen etwas trainiert und erst dann plötzlich wie so durch Zauberhand, durch die Erfahrung, irgendwann eine eigene Meisterschaft entwickelt. Sie haben es aber richtig benannt, die Gefahr darin ist, dass man dann immer in der Tradition stecken bleibt. Und ich finde diese Spannung, diese Paradoxie interessant oder auch die Dilemmata, in denen man dann steckt. Und das Ritual jetzt für mich ist genauso eine Form der Spannung zwischen Tradition und Veränderung. Und jedes Ritual verändert sich ja. Es hat ja irgendwann begonnen. Irgendjemand hat das initiiert. Und das finde ich spannend, diese Entwicklung. Mhm. Es gibt den deutsch-koreanischen Philosophen Byung-Chul Han. Der hat ein kleines Büchlein über Rituale geschrieben. Und eine seiner Thesen lautet, dass die Rituale auf dem Rückzug sich befinden aus der Gesellschaft. Und zwar deswegen, weil sie nicht beschleunigt werden können. Und wir leben in einer Zeit der Beschleunigung des Kapitalismus. Und die Rituale sind sozusagen wie Rückzugsbastionen gewesen, aber irgendwie passen sie auch nicht wirklich zu unserem System. Wie sehen Sie das? Beobachten Sie das auch, dass die Rituale zunehmend verschwinden? Ja, ich habe auch einen Teil dieser Literatur gelesen. Ich bin da nicht so defensiv eingestellt. Mich interessiert es eigentlich eher, was verändert sich, warum funktionieren bestimmte Rituale nicht mehr oder warum bleiben bestimmte. Und ich denke, das hat auch viel mit den verschiedenen Gemeinschaften zu tun. Wir wissen ja jetzt seit der Pandemie, dass wir nicht nur eine Gesellschaft, sondern auch eine Gemeinschaft sind. Und ich bin nicht sicher, ab welcher Größe das funktioniert. Darum versuche ich eigentlich, meinen Fokus auf die kleineren Gemeinschaften zu legen, in denen ich direkt mit den Menschen arbeiten kann, Einfluss habe, Ideen einbringen kann und Rituale weiterentwickeln kann. Oder auch, wie wir das zum Beispiel in Japan gemacht haben, einfach mal lernen kann, dabei sein darf, neue Rituale zu erfahren. Also ich denke, die Veränderung, die wir erleben, die gab es immer schon. Aber was mir gefällt an dieser Aussage, die Sie zitiert haben, ist, dass es Zeit braucht. Und das stimmt natürlich. Mhm. Also sozusagen modisch Dinge zu erforschen, hat mich noch nie interessiert. Zum Beispiel, das heißt zum Beispiel, ich mache ein halbes Jahr Tennis, dann ein halbes Jahr Aikido und dann gehe ich vielleicht in einen Domino-Club oder was weiß ich. Es braucht natürlich Zeit, um etwas zu erforschen, aufzubauen. Und gerade Rituale, die in einer Gemeinschaft sich entwickeln, die brauchen ein Verständnis und nicht eine Konsumhaltung, weil jeder ein Teil des Rituals sein sollte, wenn es denn funktionieren soll in der Gemeinschaft. Interessant. Also wenn Sie etwas machen, dann richtig, wenn ich jetzt das in meinen Worten übersetze. Und diese Konsumhaltung ist eigentlich das Gegenteil. Dann probiert man mal das und das aus. Mich würde noch interessieren, diese Balance zwischen dem Alten und dem Neuen, zwischen auch in der Musik, zwischen Komposition und Improvisation und auch im Leben zwischen einem Plan, den man fasst und
im Moment entscheiden, Schritt für Schritt gehen. Haben Sie da eine Formel für sich selbst, die Sie uns weitergeben können? Also eine Formel habe ich nicht. Das Buch ist ja eigentlich auch kein Ratgeber, darum heißt es auch «A useless guide for everything». Es kommt eigentlich mehr darauf an, was Sie daraus machen. Ja. Und ich habe daher auch keine Formel dafür. Ich finde einfach die Spannung zwischen Komposition, also zwischen Ordnung, Organisieren, Regeln aufstellen und Improvisation, dem freien Umgang, einer großen Intuition, einer Mischung von Erfahrungswissen und eigener Kreativität, sozusagen das Leben als kreativer Prozess, das interessiert mich sehr. Und ich versuche in der Musik, aber auch im Leben eine gute Balance zu finden zwischen diesen Energien, die für uns alle zum Überleben notwendig sind, auch wenn man das in der Evolution anschaut. Also, das Leben als kreativer Prozess. Ja, ich denke mir mal, wir wissen ja nicht, was das Leben genau ist, aber eins ist es auf jeden Fall, es ist kreativ. Aber wissenschaftlich sind das zufällige Mutationen, wie wir ja jetzt spüren, leider am Virus. Das ist eine Art von natürlich Interpretation, aber ob das Zufall ist und was dann Kreativität genau ist, das ist die große Frage, die beschäftigt mich natürlich auch, aber zum Glück vor allem in der Musik. Ich meine, beim Musikmachen ist ja interessant, dass man, wenn man improvisiert, hat man ja nicht das Gefühl, dass man das immer selbstbewusst steuert. Und es funktioniert vieles, nehme ich an, halbbewusst und unterbewusst aus dem Körper heraus. Das ist diese Kreativität, lustigerweise. Also das Neue kommt nicht aus dem Bewusstsein. Genau, das fand ich auch sehr spannend mit der Zeit, in meiner Erfahrung mit der Musik, vor allem als Performer, also als Ausübender, dass dieses Körperwissen, dieses kinetische Moment und energetische Moment jetzt nicht im esoterischen Sinn, sondern sehr im praktischen Sinne, dass das sehr wichtig ist, um in der Performance, also beim Live-Konzert, dieses Momentum zu erwischen, dass es jetzt passiert. Also Planung, Üben, Konzept ist gut, aber wenn die Präsenz nicht stimmt und das muss man eben auch, an dem muss man auch arbeiten, dann funktioniert es nicht. Dann ist jemand vielleicht ein guter Musiker, aber noch lange nicht eine gute Performerin. Also Präsenz ist der Schlüssel auch zu diesem Kreativen, würden Sie sagen? Unbedingt. Also ich glaube, das ist auch zum Beispiel in den Kampfkünsten oder in den Künsten in Japan das entscheidende Moment, dass man im Moment der Performance oder in dem Moment, in dem etwas passiert, dass man etwas Überraschendes anbieten kann und nicht sich einfach zurückzieht aufs Gelernte. Das müssen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen, weil Sie sind ja Meister im Aikido, Sie haben einen dritten Dan, das heißt den dritten Meistergrad, auch so ein Gurt, ist das ein schwarzer Gurt? Oder? Ja, also man sagt ja ab in Japan, wenn man einen schwarzen Gurt hat, ist man ein serious beginner, also ein seriöser Anfänger und man kann sehr hoch gehen. Der dritte Dan ist dann sozusagen der dritte Schwarzgurt, aber im Aikido gibt es eben eigentlich keinen Wettbewerb und keine Ranks, also Rangordnungen in dem Sinne, die man dann an den Gürteln sieht. Und die ganz großen Meister, die haben wesentlich höhere Ränge als ich. Also ich würde jetzt von mir nicht sagen, dass ich ein Meister bin, aber ich bin ein schon sehr seriöser Beginner. Schönes Understatement. Ja. Für diejenigen unter uns, die mit Aikido nicht vertraut sind, mit dieser Kampfkunst, schauen wir uns mal einen Beitrag an, wo wir so einen Kampf zuschauen können. Vielleicht können Sie, während wir das sehen, kurz erläutern, was das Grundprinzip ist von Aikido. Es geht um eine Geschmeidigkeit, den Gegner nicht anzugreifen und nicht grob zu werden, sondern sehr smooth im Flow, wie eben auch ein Performer auf der Bühne, versuchen, dem Angriff auszuweichen, aber gleichzeitig nicht zu fliehen oder starr zu werden, sondern im Kontakt zu bleiben mit dem Gegner, mit dem Gegenüber. Hier sieht man unseren Meister Luis Bernardo de Quirós, der angegriffen wird und der diese Kunst anwendet, mit der Ruhe, die Sie vorher erwähnt haben, aber auch mit der Präsenz und mit der Körperbeherrschung aus der Mitte und eigentlich mit der Liebe und Zuneigung zu seinen Partnern oder Gegnern, sie sozusagen sanft zu Boden zu begleiten.
Interessant. Ist das eingeübt? Ist das wie eine Choreografie, wie ein Tanz? Oder ist das schon Kampf? Man weiß nicht, was passiert. Es gibt natürlich Katas und Techniken, ähnlich wie man eben beim Klavierspielen gewisse Dinge übt, gewisse Stücke übt, gewisse Verfahren, gewisse Bewegungen übt. Aber dann kommt eben das Moment, wenn jemand angreift. Und in der Kampfkunst gibt es diese Einschätzung, wenn jemand angreift, dass dann eigentlich drei Dinge passieren. Freeze, Fight, Flight. Also entweder sie werden erstarren oder sie kämpfen. Mhm. Dann wird es in der Regel blutig. Mhm. Oder sie fliehen. Und im Aikido versucht man... Das sind die instinktiven Reaktionen, Die wir haben. Jeder kennt das. Ich wurde auch mal in einer Unterführung angegriffen. Und bei mir ist Freeze passiert. Also ich bin zusammengezuckt und konnte mich kaum mehr bewegen. Und bevor Sie Aikido gemacht haben? Bevor ich das gemacht habe. Ja. War das der Grund, warum Sie damit angefangen haben? Unter anderem, aber mehr eigentlich, weil ich gemerkt habe, mit welcher Angst ich dann konfrontiert war. Machtlosigkeit, nicht wegen dem Angriff an sich. Das war sehr spannend, weil das erlebt man auch auf der Bühne und in vielen Situationen. Und im Aikido versucht man also, in Kontakt zu bleiben mit dem Gegenüber, auch wenn der voll angreift. Man weiß nicht, wie im Fall. Und man versucht, die Situation besser einzuschätzen, liebevoller damit umzugehen und natürlich sich mit sich selber zu konfrontieren, mit den eigenen Ängsten, mit den eigenen Körperwahrnehmungen. Und das hilft uns sehr. Ich brauche das zum Beispiel, weil das Leben, Sie haben es erwähnt, mit all diesen vielen Herausforderungen ist zum Teil sehr komplex. Und natürlich werde ich auch wütend oder habe Angst und so weiter. Und das Aikido, das praktische körperliche Training, hilft mir sehr, dann immer wieder diesen Kontakt zu finden, die Ruhe, die Zuversicht, dass das alles gut kommt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Interessant. Also diese Ängste ist auch eine Strategie, um die eigenen psychischen Ängste zu bewältigen, mit denen umzugehen. Die Schwächen auch, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall. Das geht auch um einen Teil der Konfrontation mit einem selbst. Ja. Man ist da sein eigener größter Feind eigentlich in der Regel. Spannend finde ich aber trotzdem, dass man es immer mit anderen Menschen trainiert. Also es geht nicht darum, dass ich da eine Selbstbefragung mache und das nur für mich die Katas trainiere, sondern es geht immer um Partnerschaft. Es ist sozusagen eine friedliche Kampfkunst, die auf Partnerschaft aufbaut. Ja, es ist eigentlich fast eine Anti-Kampfkunst, würde ich sagen. Es geht ja darum, dass ich dem Gegner klar mache, dass es sich nicht lohnt, mich anzugreifen. So ist es, oder dass man sogar vielleicht, wenn auch nicht gerade Freunde, dann doch respektvolle Partner werden kann. Mhm. Und dieses ständige Üben, da geht es auch darum, dass man dieses Wissen verkörperlicht, also verinnerlicht, all diese Bewegungen. Richtig, das ist das Wichtigste und das vielleicht das, was wir hier lernen können davon. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit so Pauschalisierung, aber ich denke, in unserer Gesellschaft ist schon die intellektuelle Analyse auch der Konflikte eine Hauptstrategie. Zum Beispiel in den Schulen sieht man das. Also ich habe drei Kinder und in den Schulen werden die Konflikte in der Regel besprochen und intellektuell gelöst. Und das, finde ich, ist nur eine Strategie. Und Kampfkunst, das körperliche Trainieren, das Zusammenbalgen, zu schauen, wann ist die Grenze da, bei der ich dann jemanden verletze, wie gehe ich damit um, das wäre eigentlich essentiell und würde uns allen in gerade einer friedlichen Gesellschaft helfen, mit einer besseren Präsenz miteinander umzugehen. Aber was heißt das konkret? Also wenn Konflikte entstehen, auch in so einer Sendung zum Beispiel, wenn ich jetzt Sie konfrontieren würde mit Kritik und so weiter, dann machen Sie wahrscheinlich ähnliche Abwehrbewegungen wie im Aikido, aber mit Dialektik, also mit Sprache, mit dem Verstand. Aber was heißt das konkret, dieses Lernen des Aikido umzusetzen oder zu transferieren in den Alltag? Im besten Falle merken Sie meine Abwehrreaktion gar nicht, weil ich versuche, konstruktiv etwas zu machen und die Energie zu benutzen, auch Kritik ist ja oft auch eine interessante Energie oder auch ein Konflikt ist interessant. Viele Konflikte sind paradox oder es gibt sogar keine richtige Lösung daraus. Und wie wir damit umgehen können, das interessiert mich. Bei mir persönlich ist es so, dass wahrscheinlich bei jedem wieder anders, ist es so, dass ich das physisch trainieren muss. Weil wenn jemand angreift, schreiend mit der Faust, dann geht einfach alles zu schnell. Dann können Sie nicht mehr denken und warten, sondern das muss man trainieren. Das ist wahnsinnig spannend und spaßig auch und interessant, was dann passiert. Und für mich ist natürlich die Parallele zum Performen
ganz klar das Interessante. Mhm. Also wenn wir auf die Bühne gehen, schon vom Moment an, wo man auf die Bühne kommt, ist klar, jetzt hat man keine Zeit mehr. Und die Ruhe, die Sie da beschrieben haben, dass die möglich wird, für das braucht es ganz viel Bewusstsein, ganz viel Training, viel Erfahrung, aber auch diese Liebe zum Spielen, dass man sich Zeit nimmt, obwohl man keine Zeit hat. Jetzt ist aber auch neben diesem Spielmoment ist auch natürlich das Kampfmoment da drin. Also man wird ja angegriffen, wir haben das gesehen, und man fällt zu Boden oder wird zu Boden geworfen. Das ist auch eine Metapher, die man natürlich aufs Leben übertragen kann. Also scheitern, ja, am Boden legen und dann wieder aufstehen und immer wieder und immer wieder. 12-mal fallen, 13-mal aufstehen. Also das ist noch das habe ich auch. Es ist spannend, dass Sie das ansprechen, weil als wir in Japan waren, also Japan ist nicht jetzt für uns einfach das Paradies, weil ich mit meiner Frau da war, sondern es war einfach eine spannende... Sie macht Aikido und ist wesentlich weiter als ich und leitet auch ein Dojo. Als wir also da in Japan waren und wir gingen einfach auch nach Japan, um uns mal damit zu konfrontieren, weg aus der Schweiz, was ist anders, und haben dann da spannende Erfahrungen gemacht, auch kuriose und schwierige, aber es war jedenfalls... sehr interessant. Und eben diese Art, damit umzugehen, ist für uns einfach ganz wesentlich. Also, dass wir dieses Scheitern irgendwie auch zu... Genau, dass man immer wieder aufsteht. Dass wir also zum Beispiel gelernt haben, überhaupt an den auf den Boden zu gehen und dabei wieder aufzustehen. Wir gehen ja eigentlich bei uns im Alltag kaum mehr zu Boden. Man muss im Aikido auch erstmal lernen, richtig zu fallen. Zu fallen. Und auf eine gute Art auf den Boden zu gehen, wieder aufzustehen, den Kontakt mit dem Boden zu suchen und dieses ständige Training auf der Angreiferseite oder auf der Verteidigerseite zu sein, zu üben. Aber diese Metapher noch mal zu übertragen, was ist der Boden? Also wenn man jetzt eine psychische Krise hat, eine existenzielle Krise hat, ist ja noch mal was anderes, als beim Aikido auf den Boden zu legen. Das hat man wahrscheinlich so nicht trainiert. Das ist natürlich eine komplexe Frage, weil es sehr viele Taktiken gibt, damit umzugehen. Und wir kennen auch sehr viele. Für mich gab es immer wieder solche Krisen, gesundheitliche, mentale, sehr schwierige. Das ist, glaube ich, auch normal im Leben. Jeder Mensch hat das, und mir gibt das praktische Training eben genau diese physische Erfahrung, energetische, kinetische Erfahrung, dann wieder damit umzugehen. Mhm. Und natürlich hat das dann auch damit zu tun, wenn man älter wird, dass man das immer weiter pflegt und auch schaut, wie der Körper sich verändert. Mhm. Also für mich ist es ungeheuer wertvoll, und ich merke es, wenn ich eine Weile nicht ins Training gehe, dass dann diese Kapazität abnimmt, der Kontakt nimmt ab und meine Möglichkeit, die Ruhe, die Sie erwähnt haben, zu behalten in den verrücktesten, auch lustigsten oder ironischsten Situationen. Mhm. Ich meine, bei einem richtigen Kampf ist ja die mentale Haltung eigentlich, es könnte der letzte sein. Jeder Kampf könnte der letzte sein, wenn es jetzt kein Spiel ist. Genau, das sagen wir auch beim Performen immer, dieses Konzert kann das letzte sein. Wir spielen jedes Konzert, als wäre es das letzte. Und nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Also das sagen Sie ganz bewusst und auch explizit? Ja. Das ist die wichtigere und die richtige Spielhaltung, ganz klar. Das heisst, so das Älterwerden, haben Sie erwähnt, Sterblichkeit, Endlichkeit, spiegelt sich auch sozusagen in Ihrer Haltung, wie Sie an Musik herangehen, überhaupt ans Leben? Ja, für mich ist Musik eigentlich die Nahrung und die... eine Art Welt, eine Art utopisch-reale Welt, in der diese Erforschung des Lebens überhaupt für mich ertragbar ist und mir Freude macht. Und ich brauche die Musik, damit das funktioniert und dass ich auch zuversichtlich bin und eine Form von sinnlicher Welt erleben kann, jeden Tag, die mich mit der richtigen Welt sozusagen immer wieder connected. Mhm. Mhm. Jetzt ist es auffallend, also die Kampfkunst, aber auch der Bandname, über den haben wir noch nicht gesprochen, Ronin.
Das ist nämlich eine Bezeichnung für bestimmte Samurai-Kämpfer, die sich aber losgelöst haben, abtrünnig geworden sind, wenn ich das richtig verstehe. Also die keinem Herrn mehr dienen, sondern nur sich selbst. Ja, mir hat der Name eigentlich aus verschiedenen Gründen gefallen. Also eigentlich heißt es Wellenmensch. Das heißt, mal sind die im Schicksal oben, mal unten. Und es sind Samurais, die keinem Herrn dienen oder keine Herrin. Das sind eigentlich einfach Freelancer. Und gleichzeitig sind es Räuber, zwielichtige Gestalten, aber auf der anderen Seite waren auch die größten Kämpfer, zum Beispiel Musashi, waren Ronin. Das heißt, Leute, die sich gesagt haben, ich möchte mein Leben eigentlich der Erforschung der Kampfkunst widmen, der Schwertkunst und so. Und das ist, was wir machen mit der Musik. Wir widmen unserem Leben der Musik. Wir dienen keinem anderen Herrn oder einer anderen Herrin, sondern wir kommen zusammen und erforschen unsere Musik und spielen die. Und dieser Ronin-Spirit sollte immer drin sein. Bisschen Underground ist drin, aber gleichzeitig auch sehr viel Lust auf Freiheit und zusammen zu experimentieren. Ja, und das Zusammen ist ja ganz wichtig. Also Sie sind ja kein Einzelgänger, Sie betonen das immer wieder. Einerseits die Beziehung zu Ihrer Frau, wo Sie auch gemeinsam nachdenken über diese Kampfkunst, über die Kunst generell. Und auch die Band, die ist für Sie wie ein Tier, ein Organismus, ja, eine Einheit, die dann auch zusammen improvisiert als Einheit. Genau, wir haben das vorher schon gehört, dass die Gruppe eigentlich mehr ist als ihre Einzelteile. Die Gruppe, wir wählen musikalische Strategien, dass die Gruppe als Organismus neue Dinge kreiert und uns selber überrascht durch das Zusammenspiel, durch die Art, wie wir Musik machen. Mhm. Und ich finde, das Schönste an der Musik ist eigentlich das Zusammenspielen. Das heißt, ähnlich wie My Kid, die Partnerschaft, die ist nicht immer einfach, da gibt es große Konflikte, es gibt verschiedene Phasen im Leben. Aber letztlich das Schönste ist, wenn man zusammenspielt und es entsteht etwas Neues, der andere inspiriert einen. Dieses Vertrauen in das Momentum, dass immer was Spannendes entsteht, das ist ungeheuer inspirierend. Mhm. Und dass man auch Widersprüche aushalten lernen muss. Das ist zum Beispiel etwas, das Sie auch aus der japanischen Kultur mitgenommen haben. Sie sind ja früh fasziniert gewesen auch von Japan. Glaube ich, mit 14 Jahren haben Sie einen, so einen Kampfkunstfilm gesehen. Ran heißt der, von Kurosawa. Also das ist eigentlich King Lear, einfach auf Japanisch auch ziemlich blutig. Und der hat mich fasziniert wegen der Art der Dramaturgie und auch der Musik von Toru Takemitsu. Das war für mich fast so eine Art positiver Schock. Ich hätte, glaube ich, gar nicht im Kino sein dürfen, weil der war erst ab 16 in dieser Zeit. Und gleichzeitig war ich ein bisschen mit mir selber konfrontiert, weil ich eigentlich ein friedliebender Mensch war. Ich habe da mit der Gruppe Schweiz ohne Armee sympathisiert und so. Und plötzlich war ich fasziniert von diesem Kampffilm. Natürlich ist man als Junge auch schon sonst fasziniert, zum Teil von solchen Western-Filmen und so weiter. Aber dieser Film ist dann schon noch mal was anderes und das hat mich sehr beschäftigt. Und durch das bin ich dann auch ein Teil noch mehr in diese Affinität zu japanischer Kunst und Mythologie und so eingestiegen. Ja, aber diese Widersprüche, diese Paradoxien auch, die Sie auch in Ihrer Musik machen, also Askese, Ekstase durch Askese oder auch diese Ruhe gleichzeitig und diese Geschwindigkeit, also diese Widersprüche zu vereinen, fast schon Dialektik, das ist bei Ihnen auch ganz ein wichtiges Moment. Richtig, ich habe ja auch einen Teil Philosophie studiert. 3 Jahre haben Sie Philosophie studiert? Ja, sehr intensiv, aber gleichzeitig habe ich dann abgebrochen wegen der Musik. Ja. Wollte eigentlich nicht abbrechen, aber die Musik wurde wichtiger. Wir haben es gehört, man kann nicht alles aufs Mal machen. Und daher sind mir auch ein Teil diese westlichen Ideen der Dialektik bekannt. Ich finde es eben auch spannend, dass man oft Dinge nicht auflösen muss unbedingt, dass sie ihre Spannung behalten und dass sie vielleicht sogar ihre Energie schöpfen aus einer Spannung. Also wenn wir die Musik von Ronin speziell Zen-Funk nennen, hat das damit zu tun, dass man erstmal denkt, das passt überhaupt nicht zusammen. Zen-Funk-Musik. Das ist eine starke, rhythmische Musik, westliche Musik vielleicht auch und dann dieses asketische, ruhige. Aber für mich hat es sehr viel miteinander zu tun. Und einerseits geht das auch auf eine Art nicht oder ging nicht, bis wir gekommen sind und das gemacht haben. Mhm. Diese
Energetik, die manchmal auch nicht aufzulösen ist, aus verschiedenen Spannungspolen. Das finde ich sehr interessant. Sie haben gesagt, Musik ist für Sie auch eine Utopie. Halb real, halb inexistent, aber es ist so eine eigene Welt. Genau, es ist wieder ein Paradoxon. Ja, es ist genau. Eigentlich eine reale Utopie. Eine reale Utopie. Genau, Sie zitieren auch oft Ihren Großvater, der gesagt hat, Musik ist die Himmel auf Erden. Mhm. Wie viel Politik, wie viel politisches Potenzial, wie viel Kritik vielleicht auch an der Gesellschaft, an unserem Lebensstil steckt in Ihrer Musik drin? Ich finde es eine bessere Taktik, etwas anzubieten, als zu viel zu kritisieren. Und ich denke, wenn man in einer Gemeinschaft lebt, wie wir das doch sind und die Möglichkeit haben, in einem kleineren Lande, aber auch mit einer bestimmten Freiheit, dann ist es eigentlich entscheidender, was man macht, als was man kritisiert. Und daher glaube ich, dass jeder so eine Art politische Haltung hat, wie immer auch er oder sie sich verhält. Für mich war es immer wichtig, Dinge, die mich gestört haben, nicht einfach zu kritisieren, sondern zu verändern. Und zwar durch Eigeninitiative, indem ich was versuche und was anbiete. Und zum Beispiel dieser Montag war so ein Moment, wir konnten zu wenig spielen. Die Schweiz ist ein kleines Land. Zu Beginn hatten wir nicht die Möglichkeit, sehr viele Konzerte zu spielen. Aber eine Band muss spielen. Wenn sie nicht viel spielt, entwickelt sie sich nicht. Wir haben es gehört, eine Band ist ein Organismus, ein Tier. Das muss sich bewegen, das braucht Nahrung. Also hätte man jetzt kritisieren können, okay, das funktioniert nicht in der Schweiz, ich gehe nach New York und mache dann das dort, da ist alles besser, da ist der große Jazz. Das hat mich weniger interessiert. Ich wollte herausfinden, wie wir das verändern können und wie wir uns treffen können und in diesem eigentlich sehr spannenden Setting, was wir in der Schweiz haben, etwas Eigenständiges kreieren können, das eben dann dieses Malheur behebt. Und der Montag war so eine Idee. Wir hätten natürlich uns nicht erträumen lassen, dass wir dann 888 Montage spielen. Aber das war eine der besten Ideen meines Lebens. Ich habe die übrigens aus der NZZ, da hatte ich mal gelesen, dass ein Mensch in New York, der während dem Krieg fliehen musste, ich glaube, es war eine jüdische Gemeinschaft oder so, der hat in seinem Haus immer ein Open House angeboten, einmal im Monat und das über Jahre. Und da konnten immer ganz viele Leute kommen, die einfach Lust hatten, das wusste man. Und viele Menschen, die überall verstreut waren auf der Welt, wussten, an dem Tag können wir zu dem Menschen, man trifft sich, neue Menschen treffen sich. Das habe ich auch zuerst gemacht. Vor dem Montag hatte ich immer den ersten Montag im Monat, weil da das NZZ-Folio rauskam. Das war sozusagen mein Dank. Hat man sich da getroffen und ich habe ein Open House von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr nachts angeboten. Manchmal kamen wenige Leute, manchmal viele. Es haben sich neue Leute getroffen. Und bevor wir nach Japan sind, war das mein Angebot. Und nach Japan habe ich dann gemerkt, jetzt braucht es das für die Band. Jede Woche muss trainiert werden. Es muss was passieren, sonst wird die Band sich nicht entwickeln und die Gemeinschaft wird sich nicht entwickeln. Und so ist das dann entstanden. Also das heißt, Ihre Musik, da steckt schon was Politisches drin, auch ein Lebensideal, aber das wird nicht ausgesprochen, das wird verkörpert, das wird vorgelebt, könnte man sagen. Aber könnten Sie das trotzdem versuchen, so ein bisschen? Genau, also es braucht dieses Angebot, könnte man ja zum Beispiel einen Montag, also eine Art Plattform für eine Gemeinschaft, auch für junge Musiker und Musikerinnen, die wir unterstützen, die ich mit meinem Label unterstütze, die braucht es. Wenn es die nicht gibt, dann kommen die Menschen nicht zusammen und es entwickelt sich nicht. Und darum habe ich diese Plattform nie einfach nur für mich selber gedacht und nur für unsere Band, sondern für eine größere Community, die dadurch eine Möglichkeit erhält, sich weiterzuentwickeln und sich zu treffen, auch eine Zuversicht kreiert und ein Glaube an die eigene Szene. Und das verändert sich dann jeden Tag, einen kleinen Schritt. Und plötzlich, nach ein paar Jahren und nach ein paar Jahrzehnten, sagt man so, oh, es gibt eine Schweizer Szene. Plötzlich stand zum Beispiel im Spiegel, Groove gross macht Schweiz. Man stelle sich das mal vor. Ja. Und der Montag hat sicher seinen kleinen Teil dafür geleistet, dass das möglich wurde. Und das ist, finde ich, eine politische Haltung, die wichtig ist, konstruktiv im eigenen Bereich etwas zu realisieren. Ich möchte noch eine schöne Geschichte erzählen, die mir das schlagartig bewusst gemacht hat. Ich habe eben ein kleines Label, ich bin ja auf dem
ECM-Label, das ist ein großes deutsches, internationales Manfred Eicher, Label von Manfred Eicher. Genau. Aber gleichzeitig produziere ich jüngere Künstler und Künstlerinnen auf meinem eigenen Label. Und wir haben da eine Website, verschicken die CDs und ich habe auch ein paar alte CDs da verkauft. Eines Tages hat ein Mensch aus Australien eine CD geordert und ich habe mich sehr gefreut und habe dann dem geschrieben, warum bestellen Sie die bei uns im Shop und nicht irgendwie auf Amazon oder irgendwo in Australien, wo es die Hälfte des Preises wahrscheinlich gekostet hätte. Und er hat mir zurückgeschrieben, er sei im Roten Kreuz in Australien, er sei Arzt. Und das war in dieser Zeit der Flutkatastrophen und so. Und er hat gesagt, jeden Morgen mache ich mir einen Kaffee, lege ihre Musik rein und dann weiß ich, warum ich das alles mache. Dann gehe ich raus, sammle tote Menschen zusammen, helfe Menschen und ich brauche für das Energie. Wahnsinn. Darum wertschätze ich das. In dem Moment habe ich begriffen, ich mache lieber das, wo ich dran bin, mit dieser Vertiefung gut. Und dann entsteht eine Inspirationskette, eine Wertschätzungskette. Und glücklicherweise kreiert die in der Regel auch eine Wertschöpfungskette. Und am Schluss kauft der Mensch aus Australien bei mir die CD. Und ich habe Geld dafür erhalten, ich habe Energie, ich habe einen Kontakt dafür erhalten, eine Beziehung. Und ich habe verstanden, um was es beim Ganzen geht. Das ist interessant. Also diese Musik ist ja auch immer eine Form von Kommunikation. Also sie teilen irgendetwas mit, das, was mit den Menschen macht. Sie selbst haben nicht nur Philosophie studiert, 3 Jahre, sondern auch Linguistik. Also sie wissen genau, wie Sprache funktioniert. Und es gibt von dem französischen Schriftsteller Victor Hugo ein unglaublich schönes, berühmtes Zitat über Musik, wo er schreibt, die Musik spricht das aus, was nicht gesagt werden kann, aber worüber zu schweigen unmöglich ist. Mhm. Wunderbar. Mhm. Hat er recht? Das müsste man die Musik selber fragen. Aber für mich ist es schon so, dass die Energie der Musik, ein Phänomen in der Welt, ungeheuer stark ist. Und dass es das überhaupt gibt, ist faszinierend. Natürlich hat es mit der Evolution, mit unserer Art zu tun, mit Zeichen zu kommunizieren. Und wir finden das bei verschiedenen Philosophen und Philosophinnen, unter anderem zum Beispiel bei Ludwig Wittgenstein, der auch sehr musikalisch war, aus einer musikalischen Familie kam, dass die Analyse der Sprache und der Musik Vergleiche ermöglicht und trotzdem ist es ganz anders. Und Stravinsky hat mal gesagt, er sehe sich oft so in der gleichen Situation wie diese alten Männer in Laputa, in Gullivers Reisen, die versuchen, mit Dingen zu kommunizieren, also mit Zeichen. So fühlt er sich, wenn er Musik schreibt. Also er kann nicht darüber reden, er kann nur wieder Musik schreiben. Und er sagt dann auch, jedes Stück ist ein neuer Kommentar zu den Stücken, die vorher entstanden sind. Interessant. Diese Form von Auseinandersetzung mit Musik als ein Zeichensystem ist zum Beispiel für uns als Band auch sehr wichtig. Also erst lernt man eine Art die Sprache, dann beginnt man zusammen zu arbeiten, es entsteht so eine Art Dialekt. Und bei uns ist sogar so eine Art Slang entstanden, musikalischer, der ganz spezifisch für unsere Community ist. Und in diesem Slang entstehen dann auch musikalische Pointen, Ironien, Witze, spezielle Wendungen. Und das können wir beobachten in allen Stilen, bei allen interessanten Komponisten, Komponistinnen, Musiker, Musikerinnen, dass die so eine eigene Weiterentwicklung der musikalischen Sprache sich erlauben. Ach, sehr interessant. Also dieses Zitat von Igor Strawinsky, dem russischen Komponisten, dass man ein Stück wie eine Interpretation eines anderen Stücks ist. Also man verbleibt in dieser eigenen Welt der Musik und die Übersetzung gelingt irgendwie nicht in die Sprache der Wörter. Ja. Es vielleicht über den Körper, könnte man noch sagen, oder? Ja, also wie Sie das beim Aikido beschrieben haben. Genau, der Performer oder die Performerin muss ja dann eigentlich etwas Unmögliches leisten, wenn man Musik wiedergibt. Also selbst Improvisatoren und Improvisatorinnen, also Musik neu schöpfen, obwohl ganz viel bekannt war vorher schon. Mhm. Interpreten und Interpretinnen entwickeln das zur eigentlichen Kunst, etwas Eigenes zu sagen mit etwas Bestehendem. Ja. Und
das ist eine höchste Kunst eben der Auseinandersetzung einerseits mit dem Zeichensystem, mit der Kommunikation, was wird überliefert, und andererseits mit der Art, wie ich das dann ganz physisch, ganz unmittelbar, ganz direkt Ihnen wieder weitergebe, ja, oder mit Ihnen teile. Genau, Musik bewegt ja im wirklich wörtlichen Sinne. Also wenn man Ihre Musik hört, auch wo Sie jetzt sich selbst zugehört haben, Sie fangen sich an zu bewegen. Es macht was mit uns. Und dieses körperliche Element ist, glaube ich, ganz wichtig, um auch die Bedeutung der Musik zu verstehen. Also Sie haben Ludwig Wittgenstein erwähnt, er vergleicht da Bedeutung in der Kunst auch mit einer Geste und in der Musik. Ja. Und oft will man ja eine Geste machen, wenn man sagt, irgendwie, da löst sich etwas auf oder das ist ein starker Beat oder sowas. Also es gibt eine Episode aus meiner Klavierstunde. Ich habe unter anderem bei Erna Ronka studiert, eine hervorragende Lehrerin, die mir eben die Körpertechnik sehr genau gelehrt hat. Und ich kam dann in die Stunde in der Regel, habe irgendwas vorbereitet, zum Beispiel ein Schubert Impromptu oder so. Und dann habe ich das gespielt und dann hat sie mir gesagt, das ist eigentlich ganz korrekt gespielt, aber wo geht das hin? Was sagst du mir? Also diese Gesten zu organisieren, die Spins, die kleinen Drifts und die Dramaturgie, wo etwas hingeht, das ist das, was sie meinen. Das ist nicht nur Hülse, sondern das muss vom mentalen Flow, vom Körperflow, musikalischen Flow übereinstimmen. Das ist, glaube ich, was Wittgenstein meint. Dann verstehen Sie das, wenn Sie natürlich einen Teil dieses kulturellen Settings mitbringen. Das ist ja, als Zuhörer muss ich irgendwie mitgehen können mit dem, was da passiert. Und als Musiker selbst kann man wahrscheinlich einfach etwas spielen, wie es geschrieben steht, oder man kann es mit Bedeutung spielen. Absolut. Man sagt dem auch in der Volksmusik, das hat mir auch Kaspar Ast irgendwann mal erklärt, also etwas ist ein Gefühl lang. Das ist nicht ein Takt lang oder eine Phrase lang, sondern ein Gefühl heißt, von da bis da fühlt sich das als Bogen an. Oder? Und wenn die dann sagen, das geht ein Gefühl lang, dann heißt das so, das ist die Form quasi, wo sich dann das wiederholt oder wo man in einen anderen Teil geht oder so. Also diese sehr unmittelbare, direkte, vielschichtige Art Musik zu verstehen und zu spielen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Wird oft in der Ausbildung ein bisschen zu wenig betont, weil man sehr viel mehr Wert natürlich auch legt auf das technische Entwicklung. Genau. Wir sind leider schon fast am Ende der Zeit. Eine letzte Frage hätte ich noch. Sie wurden mal in einem Interview gefragt, was Ihr Traum vom Glück ist. Wissen Sie noch, was Sie geantwortet haben? Das weiß ich nicht mehr, aber ich wüsste, was ich jetzt antworten würde. Was würden Sie antworten? Ich habe das Glück eigentlich, die Gemeinschaft mit den anderen Musik machen zu können und im Moment das zu machen, was ich gerne mache, das ist für mich Glück. Das ist interessant, weil die Antwort war, vom Glück träumt man nicht. Ah, okay. Warum darf man vom Glück nicht träumen? Ich habe mich ja seither wahrscheinlich zum Glück hoffentlich verändert. Ich denke, es ist wichtiger, das zu realisieren. Jeden Tag aufzustehen und sich zu überlegen, was ist mir wichtig gegenüber den anderen Menschen in der Gesellschaft und auch mit meiner Hauptberufung, für die ich mich entschieden habe. Daher bin ich auch nicht so der Träumer. Mhm. Ich denke, Träumen in der Nacht ist ein sehr kreativer, wichtiger Prozess, den ich sehr schätze, dass eben auch wieder nicht einfach passive Erholung, sondern es ist ein spannender, kreativer Prozess. Aber vom Glück träumen liegt mir nicht. Genau, Sie sind eher der, der es einfach tut und im Prozess dann was entstehen lässt. Nick Bertsch, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke, Yves Bossart. War mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu reden. Gleichfalls. Ja, danke auch Ihnen fürs Mitdenken. Wenn Sie jetzt noch mehr von Nick Bertsch erfahren wollen, wir verlosen dieses aktuelle Buch hier, signiert vom Meister persönlich. Versteht sich, mit einer Mail an philosophie@srf.ch sind Sie dabei. Nächste Woche geht es hier um die Zukunft, genauer um die Frage, wie wir es schaffen, die Zukunft ganz neu und ganz anders zu gestalten und zu denken. Wir wiederholen das Gespräch mit der Politökonomin Maya Göppel und dem Kulturwissenschaftler Jörg Mittelmann. Im Anschluss gibt es dann Zukunftsmusik, ein brandneuer Dokumentarfilm über
die Schweizer Musikszene, ihre Herausforderungen und ihr utopisches Potenzial. Und jetzt gleich zeigen wir ein Porträt der österreichischen Fotografin Elfi Semotan, die es geschafft hat, aus Modefotografie Kunst zu machen. Bleiben Sie also dran und einen schönen Sonntag.